Hallo, heute geht es um drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Und das erste Thema ist hier das Additionsverfahren. Das ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt. Also, drei Gleichungen mit drei Unbekannten insgesamt. Ja, und wie bei dem Additionsverfahren üblich, wir versuchen, eine von den Variablen erstmal irgendwie wegzukriegen. Hier sieht es aus, als wenn man das mit z am besten machen könnte. Also, wir versuchen mal z wegzubekommen. Wir nehmen Gleichung 1 und 2 und gucken uns mal an. 4z, 2z, da lässt sich bestimmt was machen. Also, Gleichung 1 ran und die Gleichung 2, die müssen wir doppelt nehmen. Also, 2 mal Römisch 2. Und ja, jetzt brauchen wir nur noch Minus rechnen. Dann haben wir also 5x minus 6x sind minus 1x. 2y minus minus 10y sind 12y. Die z fressen sich auf und beim Zahlen bleibt minus 15. Okay, nächster Tabs. Wir nehmen uns Gleichung 1 und Gleichung 3. 5 mal die 1 und 4 mal Gleichung 3. Da haben wir einmal plus 20z und einmal minus 20z. Also die beiden zusammenzählen. 5 mal die 1 plus 4 mal die 3. Dann können wir x und y zusammenzählen. Die z heben sich genau auf. Und wir haben jetzt zwei Gleichungen mit jeweils zwei Unbekannten. Also zwei Gleichungen, in denen das z nicht mehr drin ist. Und wie wir mit zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten umgehen, wissen wir. Okay. Da haben wir sie. Die kriegen die Nummern Römisch 4 und Römisch 5. Und jetzt können wir losmachen. Wenn wir die Römisch 4 mit 53 multiplizieren, dann kriegen wir das x raus. Okay, also 53 mal Römisch 4 und die Römisch 5, so wie sie da steht. Beide zusammenzählen. X heben sich auf. Minus 53x plus 53x, das ist 0. So, wir erhalten also nur noch Ys und Zahlen. Naja, das ist jetzt keine Hürde mehr. Wir kommen auf Y gleich minus 1. Erstes Teilergebnis. Jetzt nehmen wir uns die Römisch 4. Die sieht einfacher aus als die andere. Da ist aber x und y drin. Kein Problem, wir wissen ja, wie groß y ist. Klammer drum, einsetzen. So. 12 mal minus 1, da weiß ich was dagegen, plus 12. Wir erhalten minus x ist minus 3. Und wenn wir das mit minus 1 mal nehmen, dann kommen wir auf x gleich 3. Für z brauchen wir eine von den Anfangsgleichungen. Und da nehmen wir gleich die erste. Wir wissen jetzt, wie groß y ist. Wir wissen, wie groß x ist. Und das wird jetzt einfach eingesetzt. Für y die minus 1 einsetzen, für x die 3 einsetzen. 5 mal 3 ist 15 und 2 mal minus 1 minus 2, das kriegen wir noch zusammen. Wir erhalten also 13 plus 4 mal z ist 33. 13 weg durch 4 geteilt. Am Schluss kommen wir auf z gleich 5. Okay, damit haben wir das Gleichungssystem gelöst. Wir wissen, wie groß y ist, wissen, wie groß x ist und z haben wir auch gerade rausgekriegt. So läuft das bei drei Gleichungen mit dem Additionsverfahren. Eine andere Möglichkeit ist das Einsetzungsverfahren. Das kommt meistens bei irgendwelchen Knobelaufgaben vor. Hier mal ein Beispiel: Mama, Papa, Kind. So, und die Aufgabe heißt: Fritz und seine Eltern sind insgesamt 81 Jahre alt. Papa ist dreimal so alt wie Fritz, die Mama ist 3 Jahre jünger als der Papa. Wie alt ist jeder? Naja, bevor es mit der Übersetzung richtig losgeht, erstmal die Vokabeln. F ist also Alter von Fritz, M Alter der Mama, P Alter von Papa. So, und jetzt geht's los. Alle zusammen sind 81 Jahre alt. Gleichung 1, also Fritz plus Papa plus Mama gleich 81. Die zweite Gleichung. Papa ist dreimal so alt wie Fritz, also P gleich 3 mal F. Und die dritte Gleichung heißt, Mama ist 3 Jahre jünger als Papa, also m gleich p minus 3. Drei Gleichungen, drei Unbekannte.
So, und diesmal geht es ums Einsetzungsverfahren. Wir gucken uns mal die Gleichung 2 an. Papa ist 3 mal f. Also, statt p kann ich in die Römisch 3 auch 3 mal f einsetzen. Machen wir gleich. Da ist er drin. So, und jetzt nehmen wir uns die Gleichung 1 vor. Fritz plus Papa plus Mama sind 81. Statt p kann ich jetzt 3 mal f einsetzen. Und statt m setze ich ein 3 mal f minus 3. So, zusammenfassen heißt der Schritt. Wir haben einen Fritz und 3 mal f plus 3 mal f sind also 7 mal f minus 3 gleich 81. So, 3 auf jeder Seite dazu, 7 mal f 84 und durch 7 geteilt komme ich auf f gleich 12. Also, Fritz ist 12 Jahre alt und den Rest kriege ich im Kopf raus. Papa ist dann 3 mal 12, also 36, und die Mama 3 Jahre jünger, also 33 Jahre alt. So, Antwortsatz und fertig.